Okay, jetzt kommt ein sehr, sehr altes Lied aus der, manche können sich noch daran erinnern, aus der Hippie-Zeit. Das Lied heißt Hey Mr. Dream Seller. Und ja, genau, Hey Mr. Dream Seller und stammt von einer Band, die gibt es glaube ich sogar noch, die heißt Lindisfarne. Das ist so ein altes Schloss irgendwo da in Schottland. Und die Fachleute, die streiten sich darüber, um was es bei dem Lied eigentlich geht. Die einen sagen, naja, Mr. Dreamseller, der hat bestimmt Drogen verkauft. Und die anderen meinen, oh gut, der hat einfach einen Vormarkt standen, aber mit schönen Sachen. Ne? Also mehr ist es nicht, wir können darüber diskutieren. Wenn man sich die Frisuren von den Leuten bei YouTube anschaut, dann tendiert zu dieser Variante. So sagt ihr nicht auch. Okay, Sally, mit der Lautstärke, ist das okay dahinter oder ist gut für dich? Prima. Mehr Bass? Mehr Bass? Nein. Stellt euch auch auf die Matten und Nürnberg vor, also zu Zeiten dieses Liedes. Bis. Ja. Jetzt aber ruhig, ne? In die Kniekehle. Jetzt aber ruhig. Ja, okay. Ich habe lang drauf gedrängt, dass wir das unbedingt machen müssen. Jetzt hat es geklappt.